Ein neues Video, meine Lieben, oder besser gesagt, der Auftakt einer kleinen, aber feinen, neuen, privaten Videoreihe. Ich habe es euch lange versprochen und jetzt ist es endlich soweit. Ich war mit meinem Freund auf den Malediven und wir haben dort eine kleine Videoreihe gedreht. Also es wird insgesamt 3 Teile geben und in diesem Video beschäftigen wir uns damit, dass wir euch quasi die Ankunft zeigen, die Anreise generell, unsere Anlage. Wir machen eine kleine Führung um die Insel, denn wir sind im Januar verreist und wir wollten unbedingt an einen Ort reisen, wo es wirklich super, super knackig warm ist. Deswegen haben wir uns für die Malediven entschieden. Ich finde, dass es sich auf jeden Fall super gelohnt hat. Und ich freue mich an dieser Stelle, mit euch diese privaten Einblicke teilen zu können. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ich bin super gespannt auf euer Feedback. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal auf den Malediven gewesen seid und wohin eure nächste Reise geht. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Das ist unser Koffer und so sehe ich nach 10 Stunden Flug aus. Jetzt machen wir ein Wasserflugzeug. Ist das überhaupt unsere Reihe? Und dann geht's in unsere Hotelanlage. Ich bin gar nicht müde. Ich habe eigentlich für die Verhältnisse ganz gut geschlafen, aber das erzähle ich nachher nochmal in Ruhe. Fangen wir erstmal ab, die Leute gucken schon. So, jetzt müssen wir gucken, wir fliegen jetzt mit dem Wasserflugzeug. Ich habe keine Ahnung, wo wir starten. Wir müssen ja irgendwie da hinkommen. Und ich habe das Gefühl, es könnte hier ein bisschen chaotisch werden. Okay, das ist echt warm und voll. Wo müssen wir hin, Schatz? Keine Ahnung, aber wir wissen nicht. So, unser Fahrer haben wir gefunden. Der bringt uns jetzt zum Flugzeug. Zum Wasserflugzeug. Es ging ehrlich gesagt überraschend schnell. Na, hoffentlich passt das mit dem Gewicht. Aber du hast ja gut gemessen vorher. Gewogen meine ich. Okay, also das Flugzeug geht in 45 Minuten und fliegt 45 Minuten, sagt er. Okay, aber hier drin ist wenigstens gut klimatisiert, muss man sagen. Wissen wir, ob wir aussteigen müssen? Keine Ahnung, aber... Das steht da gar nicht drauf. Ist auf jeden Fall nicht wahr. Guck mal, Schatz, wie krass blau das Wasser ist. Das ist mega schön da hinten, ne? Ich will einfach reinspringen. Ja. Ich hoffe, wir fliegen jetzt echt schnell. Kann ja nicht weit sein. So, jetzt geht's los zum Flugzeug. Okay, also das sieht jetzt hier schon so ein bisschen aus wie eine Flughafengegend am Wasser. Und dann kann es ja nicht mehr lange dauern. So, also wir haben jetzt immer nachgefragt, 40 Minuten Wartezeit waren leider falsch. Wir müssen knapp 2 Stunden warten. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend, weil uns ja diese Stunden auf der Insel genommen werden oder jetzt hinfliegen werden. Aber wir können jetzt nichts daran ändern. Wir warten jetzt einfach. Wir haben hier eine schöne Lounge, da gehen wir jetzt rein und dann hoffe ich, dass die knapp 2 Stunden schnell vorbeigehen und dass dann die Insel und die Unterkunft natürlich umso schöner sein wird. So, wir gehen jetzt kurz raus, wir wollen uns mal die Wasserflugzeuge angucken. Lieben wir. Ich meine, es wackelt sehr, es ist ja sehr windig, wie man hier merkt. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera hört, aber... Du brauchst keine Angst haben. Sicher? Ich beschütze dich. Thanks. So, wir gehen jetzt zum Boarding. Meinst du, da fliegen noch andere Leute mit in der Maschine, ja, oder meinst du nur wir? Natürlich. Ja? So, auf geht's zu den Flugzeugen. Ach übrigens, das hast du von uns gar nicht mitbekommen. Unser Gepäck geht gar nicht mit. Ja super, können wir gar keine Badehose rausholen. Kommt das später oder wie? Ja, eine Stunde später. Das ist nicht gut gelöst. Da habe ich keine kurze Hose dabei. Na, wir haben einen privaten Pool, da kann man auch erstmal nackt reingehen. Das ist extra so arrangiert.
Wir starten jetzt schon. Crazy. Wir sollen dieser Frau jetzt unauffällig folgen. Dann bringt sie uns wahrscheinlich in die jeweiligen gebuchten Zimmer. Ich bin schon sehr gespannt. Ist auf jeden Fall ein langer Weg vom Steg und wir sind immer noch nicht in der Rezeption. Ne? Also wir laufen jetzt schon so ein paar Minuten, aber guck dich das mal an. Es ist ja wirklich hier Natur pur. Ich liebe es jetzt schon einfach. Dschungel pur. Genau, Schatz. So, jetzt gehen wir zum Zimmer. Bin ich sehr gespannt. Ich werde euch natürlich alles gleich zeigen und auch noch mal ein bisschen erklären, was uns so gerade bei der Ankunft erklärt wurde. So, wir zeigen euch jetzt mal unsere kleine Villa. Wir haben schon das Handgepäck rein. Das ist übrigens eine Barfußinsel. Das heißt, wir werden hier die ganze Zeit barfuß laufen. Wir haben aktuell nur unseren kleinen Handgepäckkoffer. Das ist der hier. Das andere wird noch geliefert. Und das Gepäck war zu schwer, um es mit ins Wasserflugzeug zu nehmen. Dann kommen Sie mal rein. Welcome to my crib. Wollen wir mit dem Bad anfangen? Okay, wir fangen mal mit dem Bad an, weil das hier ist. Warte mal, ich muss mal gucken, dass sich hier Mr. X nicht irgendwo spiegelt. So. Das hier ist das Bad. Das finde ich übrigens richtig stylisch hier. Guckt euch das an. Das ist eine richtig coole Dusche. Es ist richtig warm übrigens. Ja, mega. Im Regenwald duschen. Ja, nice, oder? Dann geht's hier weiter. Das ist unser Bett. Wir haben Vollpension gebucht, falls ihr fragt. Das heißt, wir haben immer zwei Wasserflaschen inklusive. Wir sind jetzt übrigens seit 20 Stunden wach. Also wenn ich aussehe wie ein zerrupftes Huhn, dann hat das seinen Grund. Ich habe zwar am Flieger ein bisschen geschlafen, aber da waren viele Kinder, die sehr laut waren. Deswegen ging das nicht. Ich zeige mal erstmal hier draußen unseren Pool. So, hier ist unser wunderschöner Pool. Ich muss mal gucken. Ja, das ist eigentlich, das ist angenehm. Das ist jetzt nicht so kalt, auch nicht so warm. Hier haben wir direkten Zugang quasi zum Strand. Das ist ja nur ein bisschen wie so aufgekippt mit den Dingern, weil das abgesackt ist. Ja, aber es ist trotzdem nice. Es ist richtig, richtig nice. Guckt euch das mal an, Leute. Wir müssen halt jetzt noch auf unser anderes Gepäck warten. Die haben hier, Schatzi, du kannst auch gleich damit erklären, die haben hier auf der Insel die Zeit eine Stunde nach hinten gemacht, damit wir quasi mehr vom Tag haben, ja, damit die Sonne quasi von der Uhrzeit anders untergeht. Habe ich das so erklärt, dass man das versteht? Das heißt, wie spät ist es jetzt? Warte. Also jetzt, also auf meiner Uhr zeigt es 14.44 Uhr an. Aber es ist natürlich 15.44 Uhr. Die haben quasi eine eigene Zeitzone. Kann man das so sagen? Es gibt einen Snack jetzt erstmal, oder? Jetzt gibt es noch gleich einen Snack. Und ich finde, es sieht einfach wunderschön aus. Kann man nichts anderes sagen. Bist du happy? Oh ja, das Bett fühlt sich auch gut an. Soll ich mal zumachen? Gerne. Der einzige Nachteil, den wir natürlich gerade haben, ist, wir haben halt jetzt noch keine kurzen Hosen, ne?
Aber das Gepäck kommt bald. Und jetzt gehen wir schon was essen gleich, oder? Das machen wir. Also, bis später. So, Fazit des ersten Tages. Hier ist alles super. Wir waren gerade beim Essen. Buffet mega gut. Wird jeden Tag, hat jeden Tag ein anderes Motto, besser gesagt. Also wird jeden Tag ausgetauscht. Ich sehe nicht ohne Grund so ein bisschen aus. Wir sind dann vom Essen zurückgelaufen, weil wir noch ein bisschen am Strand langlaufen wollten am Abend, weil da leuchtet so der Plankton im Sand. Sieht richtig nice aus. Und dann hat es sehr krass mit Regen oder mit Regnen angefangen, wie man unschwer erkennen kann. Und der Weg dann nach Oslo war dann doch etwas komplizierter als gedacht. Wo müssen wir denn hin? Oh mein Gott! Ich bin komplett nass. Unabhängig davon war es wirklich ein schöner erster Tag. Wir haben auch, wie gesagt, ein bisschen die Insel erkundet. Das werden wir euch aber an einem anderen Tag zeigen. Ja, wir wollten einfach mal so für uns selber einfach mal so ein bisschen gucken, was alles ist. Die Daumen sind auf jeden Fall nach oben. Es gefällt uns alles sehr gut und wir sind gespannt, was wir die nächsten Tage noch hier erleben werden. Und das, was wir auf jeden Fall für relevant halten, werden wir euch zeigen, aber ich glaube, für heute reicht es erstmal. Wir werden jetzt ins Bett gehen, denn wir sind ja schon, keine Ahnung, wie viele Stunden sind wir jetzt unterwegs? Zu viele. Zu viele, ne? Kann man schon gar nicht mehr zählen. Auf jeden Fall zu viele und deswegen werden wir jetzt gleich schlafen gehen, in diesem Sinne. So Leute, große Überraschung, wir werden heute umziehen. Das hat auch den folgenden Grund. Wir haben natürlich eine wunderschöne Villa und wir haben ja auch diesen tollen Pool, der ja schon fast wie ein Infinity Pool ist. Das Problem ist, dass er halt nur ein Infinity Pool ist, weil der ganze Strand hier abgesackt ist. Ne? Da, wo diese ganzen Sandsäcke liegen. Und das ist sicherlich kein Weltuntergang, aber wir hatten halt was anderes gebucht. Deswegen hat das Hotel uns quasi einen Umzug angeboten, weil halt hier noch die richtigen Villen frei sind. Das heißt, diese Villa hier bekommt dann jemand anderes. Du hast halt verschiedene Kategorien, die du buchen kannst. Und genau, die hatten uns halt fälschlicherweise die falsche Villa gegeben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die andere sein wird. Aber was ich hier halt sehr gern mag, ist, dass es hier halt wirklich sehr frei ist und dass du halt im Pool, jetzt natürlich gerade nicht, weil es super früh am Morgen ist, aber immer Sonne hast, ja, wenn die hier kommt. Das hast du nicht bei jeder Villa. Manche waren sehr wie in einem Urwald drin. Das hatte mir jetzt ja nicht so gefallen. Insofern ist das hier schon sehr schön, aber ja, wir werden auf jeden Fall gleich sehen, wenn wir umziehen werden. Ich glaube, so eine halbe Stunde, wir haben gerade Koffer gepackt, wie am Ende die andere Villa aussehen wird. Wahrscheinlich ähnlich, nur mit Strandzugang und vielleicht einfach ein bisschen, ja, ein bisschen zugewachsener. So, noch mein letzter Blick in die Villa. Wir haben ja alles wird rausgeräumt. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Lobby. Das Gepäck wird gleich geholt. Die anderen Sachen haben wir schon rübergebracht. Und da bin ich mal gespannt, ob die Villa von drin genauso aussieht wie unsere jetzt. Schatz, sie ist schon hier drüben. Guck mal, Leute, dieser Weg, den man hier laufen muss zur Rezeption. Also, ihr kennt ja die Rezeption schon ein bisschen. Der ist wirklich schön, wie in einem echten Dschungel. Was es ja eigentlich auch ist. Okay, es ist kein Dschungel, aber nah dran. So, Rezeption hier entlang. Da hinten sieht man sie schon. So, und das hier ist jetzt die Rezeption. Und da kriegen wir dann gleich unseren Schlüssel in die Villa. Ich hoffe, dass es auch der richtige Schlüssel ist und dass wir auch die Sachen auf jeden Fall in die richtige Villa gepackt haben. Das hier ist der Eingangsbereich. Nice. So, haben wir einen richtigen Schlüssel bekommen? Welche Nummer haben wir? 405. 405. Dann bin ich jetzt gespannt, ob die 1:1 genauso aussieht wie die andere Villa von drin. Aber ich denke mal schon. Also, wir haben jetzt einen komplett anderen Weg. Ich glaube, das hier sieht aus wie ein Spa, ne? Ist das ein Spa? Das ist das Spa. Das ist das Spa. Oh, sehr schön. Guck mal, wie das aussieht. War ja noch gar nicht gesehen. Dann weiß ich nicht, wo ich, weiß ich ja, wo ich dich finde. Nee, ich glaube, es ist bestimmt sehr teuer. Und hier müssen wir dann jetzt neu lang gehen. Geradeaus nehme ich mal an, oder? Geradeaus. Welcome to our new crib. 405. Jo Leute, unsere neue Villa. Jetzt große Überraschung. Also erstmal, wir haben diese Villa nochmal gewechselt bekommen, weil wir dort sehr viele Sandsäcke hatten, weil durch das Wasser, durch die Spülung, es so weggespült wird, abgetragen wird. Du kannst gerne mal das Wasser, nicht das Wasser, sondern das Bad zeigen. Es ist halt exakt genauso wie das andere. Also eigentlich sind die Villen wirklich exakte Nachbauten. Und wir haben halt diese Villa bekommen, weil wir eine Villa gebucht haben, eigentlich mit direktem Strandzugang. Du hast natürlich verschiedene Kategorien. Die hatten die uns halt falsch gegeben.
Und deswegen haben wir die. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass es Villen gibt, wo es ein bisschen zugewachsen ist. Hier ist es nicht komplett zugewachsen. Das finde ich ehrlich gesagt auch perfekt so. Weil man dadurch ein bisschen Sonne hat, aber trotzdem auch so ein bisschen geschützt ist. Und hier hat man jetzt einen wunderschönen Zugang quasi zum Meer ohne diese Sandsäcke. Das ist sehr schön. Könnte man nachher natürlich nochmal hier so ein bisschen die Dinger wegmachen. Aber guckt euch das mal an, Leute. Das ist da wirklich traumhaft. Und hier sieht man auch manchmal so den kleinen Hai. Eigentlich kann man das ja wirklich zeigen. Das ist echt schön. Muss man aufpassen, dass die nackten Leute hier nicht filmen. Nicht nach rechts. Genau. Da waren nämlich die Leute, die leicht bekleidet waren. Sieht auch schön aus, wenn man von hier so kommt, ne? Es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Lauf, Forrest, lauf! Yes! So Leute, heute machen wir einen kleinen Rundgang und zeigen euch mal so ein bisschen was von der Insel. Natürlich nicht jedes Detail, das geht nicht. Es kann sein, dass es manchmal ein bisschen rauscht, obwohl heute ein windstiller Tag ist. Das hier ist übrigens unsere Pool-Area, die kennt ihr ja schon. Und wenn man jetzt hier rausläuft, hat man als Beispiel, oh, die Sonne ballert, Leute, die Sonne ballert, hat man hier als Beispiel, wo man schön ins Meer gehen kann. Und, das ist die Lagune. Die Lagune. Hier drüben hat man die Wasserbungalows. Ist ehrlich gesagt Geschmackssache, muss man Bock drauf haben. Beim Wasserbungalow muss man wissen, es ist einfach super warm, soll es immer sein. Ja? Ich habe von vielen Leuten gehört, dass es auch laut sein soll, was natürlich normal ist, weil ja das Wasser unten ran klatscht. Ja, das Wasser schlägt immer dagegen. Nachts hörst du halt immer die Geräusche. Ja. Und jetzt, schau mal, da kommen neue Gäste an. Da kommen neue Gäste auf dem Wasserflugzeug. Ich hoffe gerade, dass unsere Leute hier den Sound gut hören, weil ein ganz leichter Wind weht, aber ich denke, das dürfte okay sein. Ne? Das sollte passen. Und jetzt laufen wir hier mal so ein bisschen lang und zeigen euch noch ein paar andere Sachen. So, hier haben wir einen Vogel, den wir nicht, oh guck mal, der fliegt jetzt weg, den habe ich hier so noch nicht gesehen. Interesting. Und Mr. X läuft jetzt gerade hier vorne lang. Erzähl mal ein bisschen, was da ist, ich glaube, ich höre dich. Ja, hier ist eine der vielen Bars, die rund um die Insel sind, wo wir uns immer was zu trinken holen können. Wenn man das All-Inclusive-Package gebucht hat, kann man sich da jederzeit was zu trinken holen. Ja. Ansonsten machen wir hier jeden Tag unseren Rundgang. Mehrfach. Also hier hat man zum Beispiel eine Whirlpool-Villa quasi. Ne? Also das ist so, ja, das Gegenteil von der Villa, die wir haben. Wir haben eine mit richtigen Pool und hier ist halt ein Whirlpool. Und so kann sich halt quasi jeder aussuchen, was er will. Es gibt auch einfach nur so quasi Villen oder Bungalows eher innerhalb der Insel, die können wir euch später auch noch mal zeigen. Aber hier sind eher so die Whirlpool-Villen. So, das hier ist quasi, wie sagt man, der Steg, wo wir abgeholt werden. Hier habt ihr so eine Ausleihstation. Da könnt ihr Stand-Up-Paddles euch ausleihen oder im Kajak, glaube ich, ist das. Alles Mögliche. Jetski ist auch ganz cool. Hier gehen wir jetzt lang. Mal gucken, ob ich hier runterspringen kann. Oh, gefährlich. Denn hier hinten, das, was ihr da seht, das ist ein Restaurant. Da kann man auch essen gehen, da waren wir zum Beispiel am allerersten Tag, weil als wir angekommen sind, waren da quasi die Mahlzeiten schon vorbei und da konnten wir dann essen gehen und ich glaube, das hat 24 Stunden offen, kann das sein? Ja, okay, dann gehen wir mal weiter. Hier hat man so ein Bio-Pool und ein Fitnessstudio oben, wo man draufgeben, also wo man reingehen kann ins Fitnessstudio, war ich auch schon. Und dahinter hat man eine Bar, auch mega nice. Liegt alles quasi auf dem Weg, wenn man hier von uns aus einmal rund um die Insel gehen will und das ist quasi zwischen dem Steg und dem Hotel, nicht dem Hotel, dem Restaurant, was ich euch ja gerade schon gezeigt habe. Hier hat man, ich glaube, hier ist der Wind wieder ein bisschen stärker, das sind sowieso kleine exklusive Restaurants, wenn man frisch verliebt ist, kann man sich das hier buchen, mieten, wie auch immer und finde ich es auch ganz schön. Haben wir jetzt persönlich nicht gemacht, aber jetzt nicht, weil wir nicht verliebt sind, sondern weil es jetzt für uns einfach nichts war, aber ist eigentlich schön. Und jetzt, wo ich gerade hier ehrlich gesagt so im Schatten stehe und merke, wie angenehm das ist, habe ich das Gefühl, wir sollten vielleicht doch mal drüber nachdenken, ne? Wir haben ja noch Zeit, können wir noch alles noch machen. Es ist nämlich so warm, Leute, ich glaube, ihr unterschätzt das. Es ist richtig krass warm. Der Rundgang fällt mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Geht's dir auch so? Ja, ich würde am liebsten gleich ins Wasser gehen. Ja. So, ihr habt ja gesehen, unsere Poolvilla liegt an der Lagunenseite. Dort ist es sehr flach und eher sandig und sehr schön zum Baden.
Hier ist es auch sehr schön zu baden, das ist die gegenüberliegende Seite der Insel, aber hier hat es mehr Korallen, deswegen kann man hier auch sehr gut schnorcheln. Und hier sind auch die ganzen anderen Strandvillen ohne Pool, auch mit wunderschöner Aussicht und direktem Meerzugang. So, jetzt sind wir hier auf der quasi gegenüberliegenden Seite von dem 24-Stunden-Restaurant. Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Hier sieht man, die Palmen sind so ein bisschen gestürzt, damit die nicht umkippen. Hier ist ein wunderschönes Restaurant. Da essen wir quasi alle Mahlzeiten. Frühstück, Mittag und Abendessen. Ja, zeigen wir euch jetzt mal. Also da ist jetzt natürlich gerade keine Mahlzeit da. Aber das ist super, super schön. Ich glaube, die machen gerade alles ready für den Abend. Genau, zeig's denen mal schön. Hier kann man auch so ein bisschen draußen sitzen. Ne? Haben wir jetzt ehrlich gesagt nicht gemacht. Wie gesagt, es gibt noch so viel mehr, was wir euch zeigen könnten, aber das würde einfach den Rahmen sprengen. Aber wir zeigen euch mal, das ist als Interessanteste, so am interessantesten finden, ja. Hier ist immer so ein Künstler aktiv, der macht auch mal tolle Sachen. Hier ist der Eingang, aber das ist gerade zu. Sieht man ja. Das wird ein Manta. Das wird ein Manta? Wow. Good work. Good job. Ja, Mann, das haben wir auch gesehen. Das hier ist ein Pottwal. Skelett eines Pottwals. Hier drüben ist auch noch eine Bar, was ihr seht, hier wo dieses, wie sagt man, dieses Dach da ist. Das ist eine Bar, da kann man. Das ist immer das Abendprogramm. Abendprogramm, da kann man so Sachen jeden spielen. Jeden Abend was anderes, Karaoke, genau. DJ Night, es gibt auch eine Strandparty an. Genau. Samstagabend, Disco-Nacht, wie das halt so ist in den Hotels. Das hier sind die einzigen Stores, die man jetzt hier so gesehen hat, ne? Da kann sie halt so Utensilien kaufen, also natürlich, keine Ahnung, Sonnencreme, Tauchausrüstung oder einfach so, keine Ahnung, kleine Sachen, die man dann so aus dem Urlaub mitnehmen will. Ne? Hier hat man das Krankenhaus, den Arzt quasi, falls mal was ist. Ist jetzt in unserem Fall nicht so gewesen, aber man weiß es ja nicht. Ist auf jeden Fall auch hier vorhanden. Und hier ist quasi der Weg, den wir immer langlaufen, wenn wir Richtung unserer Villa laufen. So, hier drüben ist übrigens die Rezeption. Die kennt ihr ja wahrscheinlich aus ja, unserer Ankunft hier. Ich bin gerade froh, dass wir wieder im Schatten sind. Möchtest du nicht mal den Leuten erklären, wann so die beste Reisezeit ist oder wie sich das mit dem Wetter generell verhält? Also grundsätzlich Mitte Januar bis April ist die beste Reisezeit. Da ist die Regenwahrscheinlichkeit am geringsten. Kann trotzdem immer mal regnen oder diesig sein, das hatten wir jetzt auch. Und wir waren ehrlich gesagt ganz froh, weil in der Sonne ist es eigentlich fast zu warm. Da müsste man die ganze Zeit im Wasser bleiben. Und wenn es wie heute ist, so leicht diesig, ist es gerade noch so erträglich. Ja, Mitte Januar bis April ist so die beste Zeit. So, hier ist dann unser Weg hier rüber. Da hat man noch mal so eine kleine Bank manchmal so dazwischen. Du hast dich auch regelmäßig verlaufen hier. Ich habe mich regelmäßig verlaufen. Okay, haben aber auch einmal das Zimmer gewechselt. Wir gehen jetzt aber hier lang. Eigentlich wäre unser Weg der gewesen zur Bank. Aber wir wollen noch mal ganz kurz bei der Tauchbasis was fragen. Und dann zeigen wir euch quasi einen anderen Weg. Also insofern machen wir jetzt nur einen kleinen Umweg. Aber ist ja auch mal schön, hier lang zu laufen. Ich liebe das einfach, so dieses Gefühl, wie durch so einen kleinen Dschungel zu laufen. Zum Glück kommt jetzt hier hoffentlich kein Flughund. Hier sieht man übrigens auch so einen kleinen Garten. Es ist nämlich auch eine nachhaltige Insel, das muss man wissen. Hier wird quasi alles Mögliche selbst angebaut. Hier hinten gibt es auch noch so ein paar Gewächshäuser. Ich glaube, das hier, ne? Das ist die Gewächshäuser? Ja, ich denke. Aber auch zum Thema Nachhaltigkeit. Die Energie wird hier komplett selbst produziert. Sonnenenergie an 364 Tagen des Jahres. Letztes Jahr waren sie autark, haben sich quasi selbst versorgt. Ja, also in dem Sinne sehr nachhaltig. So, hast du jetzt den richtigen Weg gefunden? Ich habe den richtigen Weg auf jeden Fall gefunden. Hier ist übrigens noch eine Bar, die haben wir, glaube ich, vorhin schon mal gezeigt. Ich weiß es gar nicht. Von der anderen Seite, die Sunset Bar. Genau. Ja. Die haben wir kurz gezeigt, ne? Ja, das ist die Sunset Bar. Die ist quasi direkt neben unserer Poolvilla. Und wir haben das Glück, dass wir auf der Seite der Insel sind, wo die Sonne untergeht. Das ist natürlich abends sehr schön. Falls ihr Malediven bucht, könnt ihr das gerne mit erwähnen bei dem Zimmerwunsch, wenn ihr da einen hinterlegen könnt. Ist auf jeden Fall immer sehr schön, wenn man die Seite des Sonnenuntergangs hat.
Genau, und hier sind die Zugänge der Poolvillen, die wir haben. Und damit sind wir auch hier schon wieder an unserer Poolvilla angekommen. Und es ist dann, glaube ich, auch schon tatsächlich das Ende unseres Videos. Hier muss man immer die Füße quasi abmachen. Dass man, also ich meine, man muss es nicht machen, aber dann habt ihr halt überall Sand im Zimmer und dann irgendwann auch im Bett. Und ich glaube, das wollt ihr nicht, deswegen ist das ganz praktisch. Genau, die meisten Malediveninseln sind Barfußinseln. Also ihr habt dann, je nachdem wie lange ihr hier seid, 1-2 Wochen keine Schuhe an. Genau, und hier ist der Eingang und damit ist die Tour beendet.